Und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen natürlich wieder This War of Mine. Mal gucken, was wir heute so alles erleben werden. Tag 6. Mal gucken, ob wir wieder ausgeraubt wurden oder überfallen wurden. Okay, diesmal zum Glück nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, weil ich sehe schon, die haben alle sehr viel Hunger, dass wir uns auch was zu essen machen. Weil sonst schaut es ein wenig schlecht aus. Ja, und wie ich mir dachte, brauchen wir Feuerholz. Dann benutzen wir auch mal das Holz, weil sonst machen wir gleich mal 6 Stück. Müssen wir das nächste Mal welche holen. Ja, gut. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht hingehen. So, Pavel. Auch sehr müde. Der isst dann was und dann geht er auf jeden Fall pennen. Jetzt gesagt gehabt, der kriegt von mir eine Konserve und dann darf er gleich mal schlafen. Katja kann mal gucken. Oh, nein. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Da. Mai, was ist denn heute los? Was brauchen wir noch alles? Wir brauchen auf jeden Fall diesen Wasser. Also wir brauchen auf jeden Fall Material und Holz wieder. Wie immer. Das A und O. Ich denke mir immer, wenn es schon zubereitet ist, dann kann man es auch keiner mehr nehmen, weil das klauen die ja nicht. Die können ja nur diese fertigen, also noch nicht fertigen Lebensmittel klauen. Und drum, immer wenn ich was da habe, verarbeite ich das gleich. Und eigentlich immer noch angenehm, 16 Grad, es geht. Also eine Heizung brauchen wir jetzt noch nicht. Erst wenn es ein wenig kälter wird. In unserer Falle befindet sich auch noch nichts. So, mal gucken. So, Katja ist immer noch leicht verletzt, aber wenn wir die jetzt noch ein wenig schlafen lassen und müsste sich das eigentlich legen. Jetzt darf Bruno noch schnell was essen. Und dann lesen wir auch, was er uns eigentlich sagen möchte. Wahrscheinlich, dass er total Hunger hat. Ach nee, ja, okay. Fast. Tag 6, meine Geschichte. Einst war ich Optimist. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt in Ländern der dritten Welt. Das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachbarn von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorstand. Ja, dass immer gleich ein Krieg ausbricht, das glaubt ja eigentlich keiner, ne? Wobei es echt ganz, ganz schnell gehen kann in der heutigen Zeit. Aber naja, was soll man machen, ne? Mal gucken, ob wir uns jetzt eine Axt bauen können. Aber ich glaube, uns fehlen immer noch Waffenteile, gell? Und Holz, ja. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir dann... Bei der einen Wohnung waren noch ganz viele Helme. Mal schauen, wo wir hingehen. Er ist ja leicht krank. Ich könnte ihm ja so ein Medikament geben. Ja, komm, er darf jetzt eins nehmen, bevor der mir jetzt noch richtig krank wird. Vielleicht bringt es ja was. Wir haben Glück, dass es hier drin nicht kalt ist. Ja. Ja, ich hoffe auch, dass sie dir helfen, bin ich ehrlich. Deswegen habe ich es dir auch gegeben. Naja, mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken. Die ist ja noch leicht verletzt. Dafür ist sie zufrieden, das ist ja schon mal schön. Und er auch, Pavel. Okay. Ja, wenn die dann mal wieder gesund ist, dann können wir auch mit Katja mal plündern gehen. Weil sie und Pavel haben dieselben
Rucksackmenge, Platzmenge im Rucksack. Ja gut, dann hätte ich gesagt, wir beenden mal den Tag und schauen, was die Nacht uns so bringt. Wir gehen auf jeden Fall mit Pavel plündern. Sie lassen wir jetzt mal Wache halten. Mal gucken, was draus wird. Wir könnten jetzt natürlich noch in die zum Scharfschützen gehen, aber da haben wir jetzt noch relativ viel mitgenommen. Beim Supermarkt, beim verlassenen Haus könnten wir hingucken. Und da brauchen wir erst noch eine Schaufel. Zerstörte Villa. Ich weiß nicht, ich habe halt Angst, dass da halt auch Leute sind, die uns dann was antun, ne? Ja, und in das kleine Wohnhaus soll ich jetzt eigentlich auch nicht. Also ich möchte halt echt keine alten Leute oder so ausrauben. Ich meine, wir brauchen die Sachen auch selber. Ja, ich würde auch versuchen, halt ganz normal weiterzuleben, wenn ich ja wegen außerhalb wohnen würde. Ach, schaut, hier unten ist unser Unterschlupf. Wie weit weg das halt ist. Ich glaube, wir schauen nochmal in das verlassene Haus. Da waren auch ganz viele Sachen, die uns noch helfen können. Ja, ich glaube, verlassenes Haus. Wache, schlafen, plündern. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch bis zum Aufschließen hatten, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da haben wir alles geöffnet gehabt, was zum Öffnen war. Gehen jetzt mal unten lang. Okay, hier ist nichts mehr. Mal gucken, ob wir heute das Haus komplett räumen können. Wir nehmen wie immer am Anfang alles mal mit und schauen, was wir mal draus machen. Da ist wieder diese wieselartige Ratte. Was wir da lassen können, ist erst einmal das Schießpulver. Das braucht jetzt auch noch nicht so. Kaffee. Tut mir leid, aber brauche jetzt auch noch nicht so. Patronen werden jetzt langsam wichtig. Ich tue die Kippe raus, nehme die guten mit. Genau, das hatten wir schon mal. Ja, schaut, das sind auch noch so ein paar Sachen. Ich weiß, dass die halt auch echt wichtig sind. Ich glaube, das Buch lassen wir jetzt erst einmal da. Wir nehmen noch ein wenig Holz mit. Oh, da war noch so viel. Schaut mal den Rucksack. Ich finde es so cool gemacht, ne? Ich finde, man schaut immer so hier auf das Bild und so, aber jetzt mal hier außen zu gucken, dass es überhaupt ein Rucksack ist, ich glaube, das vergessen einige. Ich weiß nicht, ob das jemand schon bemerkt hat von euch. So viele schöne Sachen. Das ist halt die kaputte Waffe, ne? Okay, Freunde, ihr kriegt jetzt keine Zigaretten. Tut mir leid. Oh, die sind auch toll. Aber da haben wir zurzeit, glaube ich, relativ viele sogar. Wobei, da kann ich mir nämlich diese Rattenfallen machen. Ich nehme jetzt die hier mit, da habe ich zumindest zwei. Den Zucker braucht man für Alkohol. Das Holz braucht man auf jeden Fall, da bräuchte man eigentlich noch mehr. Und die Waffe, die möchte ich gern mitnehmen. Damit wir uns dann nach und nach verteidigen können. Jetzt gehen wir aber erst einmal heim. Also so lange brauche ich eigentlich nie von der Seite, wenn man oben guckt. Ich bin eigentlich immer recht schnell unterwegs. Ja, mal schauen.
Tag 7. Uiuiui. Bitte lass nichts gewesen sein. Oh, zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück. Okay, Katja darf auf jeden Fall schlafen. Es wird auch Wache gehalten. Und Pavel auch. Ja, und Bruno geht's wieder gut. Und wir haben was zu essen, Leute. Oh. Ich meine, in bestimmten Ländern ist es ja schon fast normal, Ratten und Mäuse zu essen. Ich fand das jetzt nicht so toll, aber ich meine, wenn man Hunger hat, isst man alles. Dann würde ich auch Ratten essen. Mal gucken. Schade, ich kann noch nicht sowas hier machen. Ich könnte mir Wasser machen. Oder ich mache mir so eine Destille. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil dann könnte ich den Alkohol verkaufen und könnte mir dann mehr Rohstoffe kaufen. Mit den Rohstoffen könnte ich mir mehr Holz kaufen und somit auch die Bretter machen. Und wenn ich dann ein sicheres Haus habe, müssen die alle nicht mehr Wache stehen und können schlafen. Dann sind die ausgeruhter und nicht so schnell verletzt, wenn dann doch jemand einbricht. Ich glaube, ich mache als erstes die hier. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo ich die hinstelle. Komm, wir brauen unseren Schnaps im Keller. Das geht schon, oder? Oder sollen wir es hier hin machen? Also ich finde es immer doof, hier oben was aufzubauen, weil dann brauchen die immer so lang, bis die da hinlaufen. Ich glaube, wir machen es jetzt hier unten rein. Dann würde ich unser Wasser wahrscheinlich hier mit reinmachen. Da ist so eine Art Wohnzimmer und da unten Kräuter mal. Ja, doch. Bauen wir dahin. Er ist zufrieden und hungrig. Immer noch leicht verletzt, aber sie erholt sich gerade. Dann hoffe ich, sie wird auch schnell wieder gesund. Schauen wir mal, was Bruno da macht. Theoretisch müssten wir heute wieder Besuch bekommen, wenn ich jetzt mich jetzt nicht verzähle, aber... Irgendjemand müsste eigentlich vorbeischauen. Oh, wie cool. Okay, ich brauche halt Feuerholz, ne? Dann opfer ich meine zwei Holz noch. Dann kann ich zumindest Alkohol machen und den kann ich dann verkaufen. Genau, mache ich jetzt zwei Stück. Seht ihr, ich hab's gewusst. Jetzt ist halt der Alkohol leider noch nicht fertig, aber... Müssen wir halt dann das nächste Mal verkaufen. Ach nee, Katja muss ja gehen. Tut mir leid, Katja. Du musst bitte an die Tür. Renn, Katja! Tut mir leid, Bruno. Okay. Wir brauchen Holz. Was haben wir eigentlich zum Verkaufen? Ach, oh. Ja, okay, wir haben noch ein bisschen, ne? Ich versuche immer das Bestmöglichste rauszuholen. Jetzt handeln wir mal und dann handeln wir nochmal. Schritt für Schritt. Das Holz nehmen wir noch, die Waffenteile. An sich paar Teile vielleicht.
Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Dann handeln wir nochmal. Und wir haben hier noch... Oh, wir haben noch so viel. Das ist ja mal ein Wunder. Pistolen, Munition, Zucker zum Schnaps brauen. Und... Ja, Essen können wir schon auch noch kaufen. Oder auch nicht. Mehr zum Verkaufen habe ich jetzt nicht wirklich. Ich könnte eine Medizin noch geben, aber die will ich jetzt eigentlich noch aufheben. Ein Zucker. Aber komm. Pavel ist ausgeschlafen. Oh, das ist super. Gut, so soll es bleiben. Ja. Also, finde ich auch nicht schlecht. Komm, Pavel, du darfst dich schon mal hinsetzen. Oder auch nicht. Ja, ich wollte jetzt eigentlich schon solche Bretter machen. Wobei, ich schaue jetzt mal. Pavel darf sich hinsetzen. Wegen der Schaufel, dann können wir nämlich auch in die Schule. Ja, genau, hier. Machen wir erstmal die. Wir wollen ja jede Station mal besuchen. Und dann können wir mal da hingucken. So, und jetzt können wir noch gucken, was wir noch so herstellen können. Seht ihr, die Bretter können wir immer noch machen. Radio wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Wir machen jetzt allererstes einen Bretterverschlag. Und dann kann Pavel schon mal den Alkohol holen. Also ich würde als allererstes das hier eigentlich zumachen. Schade, dass man es nicht bestimmen kann, welche man denn als erstes verschließt. Zufrieden ist er jetzt auch noch. Oh, das ist toll. Ach genau, uns fehlt dann noch Wasser. Was brauchen wir jetzt noch für diesen Wasserauffang? Regenwasserauffangtank oder wie der heißt? Hier war's. Okay, also auch wieder Metalle und Holz. Gut, dann gehen wir heute Nacht zur Schule. Und da finden wir mit Sicherheit auch einige Materialien. Das ist super. Ja, Zigaretten sollte ich euch auch vielleicht besorgen, dann seid ihr besser drauf. Katja ist Kaffeetrinkerin, ne? Ja, Kaffee trinken. Die jammert nicht so rum. Wie die Männer. Ist Pavel Raucher? Ne, es hätte mich gewundert als Fußballer. Gut, dann großartig können wir nichts mehr machen. Dann beenden wir den Tag. Und... schauen wir mal, was die Nacht so bringt. Wenn ich schon lese, bombardierte Schule, ist das echt heftig einfach. Und das Ding ist, wenn du jemanden schaden möchtest, was ist das krasseste Ziel, was du treffen kannst? Seine Familie, beziehungsweise die Kinder. Also wenn Krieg ist, würde ich meine Kinder nicht mehr zur Schule schicken, bin ich ehrlich. Weil die Gefahr viel zu groß ist, dass es auf die Kinder abgesehen wird. Also da würde ich schon... Angst haben um mein Kind. Okay, Pavel darf plündern. Dann Bruno hält Wache, weil dem geht's ja wieder gut. Und Katja darf im Bett schlafen, weil die noch leicht verletzt ist. Und wir nehmen uns auf jeden Fall die Schaufel mit. Dietrich. Meine Brechstange auch mitnehmen. Ich denke schon, dass es am Anfang nützlich wäre, vielleicht eins mitzunehmen. Wir gucken mal. Wir werden wahrscheinlich eh wieder zweimal dort sein. Oh weh, die waren anscheinend in den Klassenräumen, wo es angefangen hat. Oh, das muss so heftig sein.
Schon allein einem Kind zu erklären, dass jetzt Krieg ist und dass Leute sterben und dass sie jetzt nicht mehr alles machen können, was sie wollen, das ist auch schon heftig. Nichts Besonderes. Ja, okay. Dann machen wir jetzt mal den Schutt da weg. Das finde ich auch ganz toll animiert, dass das echt zusammenfällt, finde ich super. Und nicht einfach verschwindet. Schaut mal, wie schnell das geht, wenn er eine Schaufel hat. Ja, die Schaufel leistet gute Arbeit, aber du auch. Das sieht man auch die alten Klassenzimmer. Uiuiui. Ah, schaut mal hin. Das ist ja ein Traum hier. Ich glaube, das lasse ich mal da. Aber wir schauen uns dann noch weiter um. Weil wir könnten ja Wege schon freiräumen. Ach, da braucht man ein... Ja, ein Sägeblatt. Okay. Mal da lang. Sie haben mir mal wieder mein Essen genommen. Oh Gott. Ich werde bald sterben. Oha. Kann man... Aber wir haben nichts... Ach, da unten ist auch eine. Tut er mir jetzt was? Ich höre etwas. Ja, das waren wir. Tut mir leid. Schlaf weiter. Ich bin gar nicht da. Vielleicht... Oh, da brauche ich auch eine. Oh. Okay, das heißt zwei Sägeblätter schon mal. Tut mir leid. Warum schaue ich eigentlich nicht vorher rein? Oh, da oben sitzen auch noch welche. Oh, krass. Wann wird es enden? Ach, schaut mal, da kann ich's. Ich mache jetzt aber hier zu. Und mache hier auf. Ich weiß nicht, ob ich da ran darf. Darum machen wir es mit dem... Ne, wie heißt denn das Ding jetzt? Mit dem namenlosen etwas, was mir einfach nicht einfällt. Ich kann noch Material mitnehmen. Oh, aber ist es scheiße, wenn wir das jetzt denen dann klauen? Ja, ne? Eigentlich ja schon. Ist auch mies. Da sind auch nochmal welche. Darf ich jetzt da trotzdem hingucken, obwohl die da sind? Ja, okay. Ich glaube schon, weil sonst hätten sie mich jetzt eine Notiz an jemanden. Ich habe, so wie du wolltest, hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe dort bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob es dir passt. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ach, seht ihr, die konnte ich vorher nicht öffnen. Ich mach mal heimlich zu. Und da auch. Dann können wir mal gucken, was da drin ist. Essen und Alkohol. Super. Nee, ich nehme erst das Holz mit. Ist denn jetzt noch... Oder gehen da hoch, weil da waren wir schon. Ist jetzt noch irgendwo was zum... Okay, da kann ich nicht hin. Zum Freiräumen. Oh, würde mich das stören, wenn ich das schlafe und da rennt ein Kasper einfach so rum. Komme ich da lang? Nee, ne? Huch, ich wollte eigentlich gar nicht klicken, aber okay. Noch haben wir ein bisschen Zeit, also merken, in der Schule zwei Sägen. So. Oh, das Bild schaut ja auch krass aus. Schaut aus, als ob da ganz viele Tote wären. Und da steht einer. Ja, Krieg halt, ne? Und hier so... Ich
weiß nicht, ist das eine Maschine oder? Krass gemacht auf jeden Fall. Da ist noch irgendwas. Okay, das heißt, wir brauchen das nächste Mal keine Schaufel mehr und das Brecheisen auch nicht. Mach mal hier mal auf. Schauen mal nach, was dahinter ist. Und da oben können wir es noch wegmachen. Wobei ich glaube, das bringt nicht wirklich viel. Und dann schauen wir mal, was wir denn da so finden. Machen wir das weg. Und dann müssen wir auch schon heim, weil die Zeit schon läuft. Und dann kann er gleich heim. Wie schnell der Treppen runter rein kann, das könnte ich nie. Aber diesmal haben wir die komplette Zeit gebraucht. Tag 8. Oh weh. Oh nein. Zwei Konserven haben die uns geklaut, jetzt haben wir gar keine mehr. Oh, das sind Arschis. Ja, okay, einerseits tun sie mir leid, weil die brauchen mir selber was zu essen, ja. Aber dann sollen sie halt auch Ruinen wie wir absuchen und da gucken, ob die was finden. Katja darf auch was essen. Und ach, wir können ja noch keinen Alkohol machen, weil wir kein Wasser mehr haben. Ja, das können wir immer noch nicht machen. Uns fehlen noch Teile. Aber wir können hier nochmal zumachen. Das machen wir jetzt auch gleich, weil dann haben wir das schon mal weg. Wir haben nochmal was zu essen. Das ist super. Also die Fallen sind echt praktisch. Oh, wenn wir jetzt da zumachen, hoffentlich kommen da noch welche. Pavel, du sollst eigentlich schlafen. Okay, und jetzt wollte ich Sägeblätter. Zwei Sägeblätter. Da haben wir sie. Oh, perfekt. Dann schauen wir da hin und ja, gucken mal, was dahinter ist. Das eine war ja ein Klassenzimmer, das andere sah aus wie so ein, ich weiß nicht, Terrarium? Irgendwie mit irgendwas? Oder so eine Art Garten? Sie möchte mit uns reden. Na, dann ist ja super, dass Katja wach ist. Ach, das ist doch die Dame, die bei den Verschütteten irgendwie da war, oder? Oder bist du jemand anderes? Kiveta? Kiveta? Ich weiß gar nicht mal, wie der Name ausgesprochen wird. Also, kann ich hier bleiben? Ach, die will bei uns bleiben. Danke, dass ihr an die Tür gegangen seid. Die Leute sind heutzutage anderen gegenüber so misstrauisch. Ja, das stimmt. Ich bin Cleventa? Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, der Name. Und war früher Rektorin einer Grundschule. Oh, vielleicht war das sogar die Schule, wo wir gerade waren. Ihr wundert euch bestimmt, was der Grund für meinen Besuch ist. Nun, ehrlich gesagt habe ich Angst, in dieser grauenhaften Situation alleine zu sein. Würde es euch stören, wenn ich hier bei euch bleibe? Ich kann mich um sämtliche Kinder kümmern, die bei euch sind. Wir haben zwar keine Kinder, aber wir sind ja nett, oder? Komm, die nehmen wir schon auf. Vielleicht kann die mehr tragen, was ich eigentlich bezweifle, aber...
Aber die schaut so stämmig aus, die muss schon was drauf haben jetzt, ne? Weil sonst braucht man dich nicht hier. Ach, hier ist er. Müde. Kinderlieb. Ja, gut. Super. Klementa, wie auch immer du ausgesprochen wirst. So. Also. Meine Güte, ist das peinlich. Ich weiß, dass ich in dieser furchtbaren Situation keine große Hilfe bin. Meine Fähigkeiten liegen im administrativen und logischen Bereich. Diese sind unter diesen Umständen wohl nutzlos. Das glaube ich auch. Man hat mir gesagt, ich bin eine gute Betreuungsperson. Ich liebe Kinder. Das hat man ja mitgekriegt, wenn du in der Schule arbeitest, solltest du Kinder auch mögen. Andererseits ist es vielleicht gut, dass sie nicht hier mit uns leiden müssen. Was noch? Ich habe einen Führerschein. Entschuldigung, das sollte ein Witz sein. Du bist so witzig. Cleventa, wie auch immer dein Name ausgesprochen wird. Cleventa, ich nenne dich jetzt einfach Clevy, weil sonst... Clevy, du bist müde, du darfst aber nicht schlafen, weil du kannst halt nichts. Und oh, hoffentlich hat die viel Platz im Rucksack. Auch wenn sie sonst nichts kann, dann kann sie zumindest plündern gehen. Bett können wir uns auch nochmal bauen. Oh, das ist ja so bescheuert. Aber wir brauchen noch ein Waffenteil. Wir könnten uns aber ein Messer machen. Haben wir denn jetzt eigentlich an sich Waffen? Ah, wir haben doch sogar schon eine Pistole. Ja, das ist doch super. Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen falsch formuliert. So super finde ich das ja nicht. Aber man muss sagen, wir können uns verteidigen, wenn es hart auf hart kommt. Also ich meine, bevor jemand auf uns schießt, machen wir dem halt Angst mit unserer Waffe. Und dann kriegen sie Angst und dann kommen die vielleicht ja nicht rein. Kann ja auch sein. Ja, und ihr seht schon, es wird jetzt so langsam ein bisschen kälter. Also ich meine, ein Grad Unterschied ist jetzt nicht so die Welt, aber es wird sich dann schon zeigen. Ja, die ist aber auch mittelmäßig schnell, ne? Hallo, schließ die Tür bitte. Was hat die eigentlich für eine Hose an? Ah, jetzt können sie auch mal von vorne sehen. Okay. Gut, dann wird sie sich wahrscheinlich da hinsetzen, wo Pavel eigentlich gerade hin wollte. Und wir beenden den Tag. Und gucken nochmal, was man jetzt so... Neu! Wir haben neue Sachen bekommen. Reisebüro, Kirche, Krankenhaus und Militärstützpunkt. Wir schauen jetzt aber noch einmal die Schule an. Gucken, was jetzt unten drin ist. Will die mich verarschen? 8. 8 Plätze im Rucksack. Die darf jetzt immer Wache halten. Die ist ja... Oh Mann, die kotzt mich jetzt schon an. Kinderlieb. Super. Du bist so eine große Hilfe. Wahnsinn. Es war ein Fehler, sie vielleicht aufzunehmen. Auch wenn es ein wenig hart klingt, aber... In der Hinsicht, wir müssen halt unseren eigenen Nutzen draus ziehen und... Oh, das war hier oben. Und wenn die uns nichts bringt oder uns nicht helfen kann und sich hier da nur durchschnurrt, was... Pff, was soll man denn dann mit ihr? Also ganz ehrlich, das Leben ist kein Ponyhof. Jetzt muss sie halt einfach immer Wache stehen, weil... Für was soll ich die denn sonst nehmen? Eine Zigarette im Klassenzimmer. Das ist jetzt aber ein bisschen hart, oder? Jetzt überlegt mal, das ist ein Klassenzimmer. Also das finde ich schon ein bisschen krass, ne? Okay, da haben wir wohl einen Brief von einem Kind. Glaube ich zumindest. Ich habe einen Brief gefunden. Mama ist so schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Oh oh. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war ein gutes Mädchen. Mädchen wollte ich schon sagen. Mädchen.
Was hat sie den Scharfschützen angetan? Sie haben den Strom ausgeschaltet. Die Lehrer haben gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich nach Hause? Oh, das ist hart. Und der Brief war halt einfach noch hier. Ich bin eigentlich ganz froh, dass jetzt hier keine Leichen sind. Weil, also, ich meine, das Spiel ist ja echt krass gemacht, ne? Aber jetzt noch Kinderleichen zu finden, wäre halt richtig, richtig heftig. Und dann wäre es eh wieder ab 18 mit Sicherheit. Jetzt können wir auch mal ein bisschen besser stöbern. Was es denn hier so Gutes gibt? Komm, wir öffnen jetzt mal leise die Tür, weil der schläft. Den wollen wir ja nicht. Nicht so ärgern. Okay, dann haben wir trotzdem aufgeweckt. Tut mir leid. Ja, dann können wir jetzt auch hier durchrennen. Sieht der uns? Okay, nein, wir machen die Tür zu. Ich habe immer Angst, dass die dann auf mich losgehen, weil ich mir hier was nehme. Der schaut aus wie Pflanzen, oder? Etwa Hanf, wie von der Zigarette. Einscheuend. Spaß. Mal gucken, was da drin ist. Und im hintersten Ding. Oh, Gemüse. Gehört es dann denen an? Ich weiß es gar nicht. Komm, wieder ein Buch. Hey, wie viele Bücher haben wir denn jetzt? Ach, jetzt bleibt er. Wenn wir die Treppe hier runtergehen, also die Leiter, dann wird er wach. Oh, Wasser. Wasser ist toll. Wasser ist richtig toll. Holz. Zigarette lassen wir da. Material nehmen wir mit. Schauen wir mal noch, was wir noch so finden. Ach genau, das ist am Alkohol. Also der Helm bleibt jetzt da. Das Essen geht mit. Das Buch. Komm, das lassen wir jetzt auch erstmal da. Hey, Sachen können wir halt besser verkaufen, ne? Ach so, oh, ich wollte hier noch reingucken. Hoffentlich. Ach, gut. Ach, das habe ich da neu. Und was war hier? Hä? Ne, ich habe doch hier jetzt gerade neu geschaut. Ja, genau. Okay. Da, wo die drin sind, will ich jetzt mal nicht plündern. Weil sonst vermöbeln die mich wahrscheinlich. Ich könnte vor denen einfach die Sachen wegnehmen. Aber ich glaube, das ist schlecht. Da waren ja noch Pillen, ne? Also die hier. Aber die stacken sich immer nur zu zwei. Das finde ich halt doof. Auch voll. Wir schauen jetzt trotzdem noch, was wir so finden. Ob es sich dann nochmal lohnt, hierher zu kommen. Wobei wir fast alles jetzt angeschaut haben, ne? Ganz oben waren wir nicht mehr, aber... Das können wir noch mitnehmen. Also, Essen finden wir wahrscheinlich nicht mehr. Schmuck und Alkohol auch nicht mehr. Wasser, glaube ich, auch nicht mehr. Die Teile sind voll, die Teile und die. Also können wir eigentlich jetzt auch zum Ausgang. Ja, weil das haben wir alles geknackt. Und so haben wir ja jetzt alles, was wir wollten. Jetzt hoffen wir mal, dass keiner da war und Sachen geklaut hat. Bei Kunstserven haben wir jetzt eh keine mehr. Was für eine Nacht, ja. Okay, diese Nacht war ruhig. Pavel darf als erstes schlafen. Er ist ausgeschlafen. Ja, und ob sie müde ist oder nicht, ist mir eigentlich relativ. Bin ich jetzt mal knallhart, aber es ist so. Die hat halt echt Glück, dass wir sie aufgenommen haben. Ganz einfach. Das Wasserding. Stelle ich jetzt das dahin? Praktisch wäre es ja auch in der Küche. Da passt nichts mehr rein. Und hier will ich das Wohnzimmer machen. Ganz oben finde ich doof. Dann mache ich es da ans Eck. Nee, nee, nee. Du machst hier weiter und sie darf aufbauen.
kinderlieb. Denkt ihr, da kommen auch Kinder mal vorbei? Also ich glaube es ja nicht, ne? Okay, ich glaube, wir können jetzt da nichts mehr machen erstmal. Ich wollte schauen, ob wir so... Da, die hier machen. Filter. Da brauchen wir aber Teile. Okay. Das nächste Ziel ist, ganz viele Teile irgendwie herbekommen. Wir können, glaube ich, noch einmal Alkohol machen. Ja, wenn wir Holz haben. Wie viele Bücher haben wir? 2. Oh, ich dachte, wir haben mehr. Ich glaube, das denke ich einfach die ganze Zeit und drum lasse ich sie dann zurück. Und dann denke ich mir, wenn ich wieder hier bin, oh, wir haben nicht mehr so viele Bücher. Ich habe schon eine ganze Weile nicht geschlafen. Ey, du bist nur müde, ja? Ich hatte früher, warst du auch in Diskus und hast die ganze Nacht lang getanzt hier. Naja, da muss ich jetzt wieder warten. Ich wollte mir jetzt endlich mal eine Axt bauen, aber es ist immer noch nichts geworden. Muss mal gucken, was ich dafür nochmal gebraucht habe. Ja gut, ne? So blöde Waffenteile. Ich weiß jetzt halt nicht mehr, wo noch welche waren. Ich kann höchstens gucken, ob der Händler... Aber heute... Kommt der heute? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, ob der heute kommt. Ob der uns, nicht was verkaufen kann. Die Falle braucht auch noch. Immer noch leicht verletzt. Ach, Pavel will uns was sagen. Sowas finde ich immer schön mit der Geschichte. Tag 9, meine Geschichte. Bei all diesen Bomben, Scharfschützen und dem Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen oder weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie uns unsere Würde nicht wegnehmen können. So. Es ist schwierig hier, aber wisst ihr, wie wir das in unserer Straße geschafft haben? Nee, weiß ich nicht. Solange ihr es geschafft habt, finde ich es ja schon mal super. Man darf sich halt echt nicht unterkriegen lassen, egal wie schwer es wird. Weil wenn man sich unterkriegen lässt, dann wird es ja nie besser. Ja komm, jetzt darf sie auch schlafen, weil... Meine anderen Leute sind ja nicht müde. Ich will ja nicht so sein, ne? Ganz wichtig ist jetzt, dass ich Holz finde, weil ich brauche Feuerholz. Und diese Waffenteile. Die brauche ich auch. Ein Radio wäre eigentlich auch mal ganz cool, ne? Schau mal, Bruno, du darfst gleich mal deinen Alkohol holen. Den könnten wir sogar trinken, aber dann bist du betrunken. Und dann hast du eventuell einen Kater am nächsten Morgen. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern, Leute. Weil echt, ich schwöre euch, einen Kater zu haben, ist richtig mies. Wir könnten eventuell noch einmal... Wie viel Wasser braucht man? Ja, es geht schon, ne? Tun wir doch nochmal eins herstellen. Wieso ist jetzt Pavel einfach mal aufgestanden? Okay, er steht halt lieber vor dem Stuhl und wartet. Ist immer noch nichts drin, Mensch. Mal geht es halt echt total schnell, dauert es 1 oder 2 Tage und mal dauert es 3, 4, 5 Tage, habe ich das Gefühl. Mal gucken. Pavel, du darfst dich auch hinsetzen. Du musst nicht stehen. Noch ein Stuhl wäre vielleicht auch richtig cool. Aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, wir haben jetzt noch die Brechstange, die hält aber nicht mehr ganz so lange. Ein paar Sachen haben wir schon zum Tauschen. Also theoretisch können wir den Tag beenden.
Oh, jetzt war unten der Alkohol fertig. Hätte ich gewartet, wäre das sicher fertig geworden. Wir können ins Krankenhaus, wir können ins Reisebüro, zur Kirche. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Militärstützpunkt. Und das mit Katja. Wo sie immer noch leicht verletzt ist, aber ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten. Das ist aber halt auch Gefahr, ne? Aber die wollen ja Alkohol oder Zigaretten. Und wenn wir jetzt den Alkohol da mit denen tauschen, das hebe ich mir auf für unseren Händler. Ja, und sonst? Den Alkohol kann man halt auch nicht stacken, ne? Oh, das ist schon bedrohlich. Süß, man findet zumindest ein paar Teile. Ich weiß ja nicht, ob man das auch so spielen könnte, wenn man jetzt mal krass drauf ist, dass man die alle abknallt und dann halt alles plündert. Aber ich weiß nicht, ob das schon mal jemand versucht hat. Da steht... Uah, geh da weg. Hä, ich bin noch weg. Hey, ich hab doch gar, ich hab gar nichts gemacht. Hallo? Ich will doch nur handeln. Ich hätte doch niemals. Niemals. Bojan. Bojan. Mhm. Bojan. Geiler Name. Oh, was ist das denn? Ah, nein, da wollte ich nicht gleich. Oh, das reicht nicht. Ich habe eh schon übertrieben. Aber ich will wissen, was es ist. Eine Schrotflinte. Ah, schaut mal, hier sind ein paar Teile. Die haben auch Konserven. Und Wasser. Obwohl Wasser, komm, Wasser kann ich mir dann auch schon irgendwann selbst herstellen. Aber die Waffenteile, die sind super. Ein paar Kugeln habe ich auch noch. Wasserball. Seht ihr? Man muss immer gucken, wie viel man noch rauskriegt. Du hast deine Bürgerpflicht erfüllt. Komm mit mir. Ich? Nee, der. Ja, das war vor 5 Minuten schon. Schaut halt mal, wie riesig das ist. Ich weiß nicht, ob da schon mal ein Spieler da hinten drin war. Also, ich sehe halt jetzt hier und die beiden, ne? Ich weiß halt jetzt nicht, wie viele Leute jetzt da hinten noch drin sind. Wenn man so guckt. Okay, da sehe ich jetzt keine Waffe. Da aber ehrlich gesagt auch nicht, ne? Schaut eigentlich fast aus wie eine Frau. Schaut nur die Flagge. Oh, schaut nur das Gelände. Oh, 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 ein Panzer. Oh, stellt euch vor, wir hätten einen Panzer. Das wäre ja auch krass. Das sind auch noch Wachtürme. Aber das sind keine Leute drin. Schaut, da kann ich so nein spicken. Da auch. Da ist auch niemand drin. Das schaut ja krass aus. Und eigentlich recht groß, ne? Das würde mich ja so interessieren, was da drin ist. Aber danach bin ich wahrscheinlich tot. Also gehen wir erst einmal heim. Und hoffen, dass zu Hause alles gut war. Oh weh, wir wurden ausgeplündert. Aber keiner wurde wirklich verletzt. Das ist doch super. Dann würde ich wieder mal sagen, Leute, ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Schlaflos. Tschüss!